Die Freimaurerei, auch königliche Kunst genannt, geht bis in das 15. und 16. Jahrhundert zurück, die sich in Bruderschaften organisierten und als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten führt. Goethe, Mozart sowie der erste US-Präsident George Washington waren bereits Freimaurer. Die Freimaurer sind ein weltweiter ethischer Männerbund. Männerbund, dazu muss man sagen, es gibt heute auch gemischte und reine Frauenlogen. Sie nehmen auf in ihre Reihen freie Männer, heißt die genaue Bezeichnung. Früher war damit natürlich auch durchaus gemeint, frei im Sinne von Leibeigenschaft oder so, aber heute meint man damit freie Männer, die bereit sind, eigene Gedanken ohne Vorurteile, ein eigenes Urteil, eigene Gedanken, eigene Meinung sich zu bilden, von gutem Ruf. Der gute Ruf wird einfach vorausgesetzt, angenommen, der wird nicht nachgeforscht. Und diese freien Männer von gutem Ruf, die da aufgenommen werden, werden aufgenommen ohne jedwede Beachtung ihres sozialen Herkunfts, ihres Berufs, ihres Glaubens, ihrer Religiosität und auch ihrer Nationalität. Also es gibt quasi keine Ausschlussregeln, außer dass sich diese Männer eben verpflichten müssen, an sich selber für die Ziele der Freimaurerei, Humanismus, Liberalität, Toleranz zu arbeiten und in den Gesellschaften, in den Gemeinschaften, in denen sie leben, das heißt also in der Familie, Freundeskreis, Berufswelt, sich einzusetzen, zu wirken. Die Freimaurerloge Luftbrücke Lodge Nummer 838 in Wiesbaden stellt den neu gewählten Vereinsvorstand für das Jahr 2010-2011 vor. Die Loge Luftbrücke wurde 1957 in Wiesbaden von Teilnehmern der Berliner Luftbrücke gegründet und zählt heute weltweit über 200 Mitgliedern. 30 von ihnen leben in der Landeshauptstadt Wiesbaden und gehören als englischsprachige Loge der Deutschen Großloge an. Das war halt die Einsetzung der neu gewählten Beamten, man könnte sagen des Vereinsvorstandes, durch einen anderen Stuhlmeister einer Loge hier im Distrikt in Hessen. Und zwar sind das dann die Positionen gewesen, die ich ja eben auch schon benannt hatte, der Stuhlmeister, der erste und zweite Aufseher, der Schatzmeister, der Sekretär, das sind gewählte Beamten. Und die anderen Funktionen sind sogenannte appointed positions, das heißt, da wird man also zu aufgefordert, es zu machen. Das kann der Stuhlmeister quasi selber bestimmen, das muss nicht innerhalb der Mitgliederversammlung per Wahl stattfinden. Und das ist hier bei dieser Loge dann quasi jedes Jahr immer. Und wird ganz bewusst in der Öffentlichkeit gemacht, wie Sie es ja gesehen haben, um einerseits diesem häufig weit verbreiteten Vorstellung, dass die Freimaurerei alles hinter geschlossenen Türen macht, entgegenzuwirken und zu zeigen, wie die Freimaurerei einerseits in der Gesellschaft ist, aber sich auch verantwortlich fühlt für die Gesellschaft. Sie haben ja gehört, es ist gerade auch bei den amerikanischen Logen durchaus so ein bisschen Religiosität mit dabei, aber auch sehr viel Pflichtgefühl, Erfüllung der Beamtenpflichten, der Position, Erfüllung seiner Pflichten gegenüber der Familie, deshalb die Familienangehörigen dabei, lauter solche Sachen. Je nach Status dürfen die Freimaurer an unterschiedlichen Ritualen teilnehmen. Während etwa die Rituale ersten Grades auch den Lehrlingen offen steht, sind die Rituale dritten Grades den Meistern vorbehalten. Sobald ein Freimaurer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann er so einen höheren Grad erlangen. Einmal im Jahr wird bei der Wiesbadener Luftbrückenloge neu gewählt und durch eine Zeremonie der Gewählten in sein Amt eingeführt. In Anlehnung an die angelsächsische Freimaurertradition öffnet die Luftbrückenloge dafür ihren Tempel für die Öffentlichkeit.